ich soll. So. Markus Glock hat Projektwoche in der städtischen Grundschule in Altena. 20 Kinder sind seit 3 Tagen jeden Morgen mit dem Fitnesstrainer unterwegs. Und er hat jedes Kind ganz bewusst ausgewählt. Ja, wir halten die Mädels fit, das sind jetzt alles Kinder, die jetzt wirklich nicht so sportlich begabt sind, weil ich habe der Schule gesagt, ich möchte keine Kinder, die sportlich begabt sind, weil die werden eh in den Sportvereinen immer nach hinten gedrängt oder auf Ersatzbanken gesetzt. Und ich möchte denen das Gefühl vermitteln, dass sie auch selber Sport betreiben können, auch erfolgreich sein können. Ich habe hier eine Liste, die zeige ich euch nachher, und da haben sich die alle schon gesteigert. Und die sehen auf einmal, hey, ich werde besser. Ne? Haben zwar vielleicht Muskelkater, ne? Aber die Motivation ist groß. Das ist, was sie zählt. Das Projekt läuft ehrenamtlich. Geld bekommt Markus Glock für das Training mit den Grundschülern nicht. Dafür fordert er Leidenschaft von jedem hier. Viele Kinder mochten Sport bisher überhaupt nicht. Doch nach 4 Tagen Training ist Begeisterung da. Jedes verfolgt hier sein eigenes kleines Ziel. Hier kann man Sport machen, ganz viel Training, kann man einen Muskelkater kriegen und dann kriegt man dicke Muskeln. Dass er auch Leute trainiert, die jetzt nicht so sportlich sind. Weil ich habe einen dicken Bauch, da denke ich, kann man ein bisschen abnehmen. Das Training ist so aufgebaut, dass die Kinder es zu Hause allein weitermachen können. Kraftsport mit Geräten ist für die Kleinen tabu. Und damit sie auch durchhalten, gibt es ein paar Motivationstipps dazu. Was seid ihr? Aktiv! Was seid ihr noch? Susanne Kirschner kennt die Durchhaltetipps. Sie hat vor 3 Wochen angefangen, im Fitnesstreff Altena zu trainieren und hat ihren Ernährungsplan umgestellt. Seitdem sieht auch der Inhalt des Familienkühlschranks ein klein wenig anders aus. Wenig Fett, viel Eiweiß, wie Magerquark, Fisch, Ei und natürlich viel Obst und Gemüse. Gern auch morgens im zuckerfreien Müsli. Früher war das völlig anders. Ich habe auch Müsli gegessen, aber fertig gekauftes Müsli. Ich habe gerne und oft Süßigkeiten gegessen. Ja, das war es eigentlich schon. Das war die Hauptsache. Ne? Also darauf schiebe ich es. Viele Süßigkeiten und natürlich wenig Bewegung. Im Moment bin ich ja auch jeden Tag dann im Fitnessstudio. Und das ist natürlich schon ganz enorm. Ne? Das ist Bewegung, die ich vorher nicht hatte. Noch kann Susanne Kirschner nicht sagen, ob die Mission Abnehmen auch wirklich klappt. Doch allein muss sie den schweren Weg zu kalorienarmen Kost zum Glück nicht gehen. Mein Mann findet das gut. Er hat mir gestern noch gesagt, also man wird schon sehen, ich hätte schon abgenommen. Ja, und meine Tochter macht halt auch mit, aber nicht ganz so konsequent. Und ja, wir sind alle guter Hoffnung, dass es diesmal klappt. Markus Glock ist unterdessen auf dem Weg zu einem Vereinskollegen, der schon lange nicht mehr beim Training war. Der Sportpädagoge ahnt Schlimmes. Der Junge hat Drogenprobleme und verliert langsam die Kontrolle. Für Markus Glock eine Situation, die er so nicht akzeptieren will. Und dann sehe ich noch jemand anders mit dabei, der auch von meinen Jungs ist. Das ist hart, weißt du, wenn du arbeitest und versuchst, ihnen die Möglichkeit zu geben, und dann hast du keine Chance, du hast keine Chance, gegen die Drogen anzukämpfen. Das ist echt schwer. Ne? Für mich so hilflos dann. Also. Glaubst du, dass du sie verloren hast? Das kotzt mich nur an, ey. Markus Glock will wiederkommen und wieder an der Haustür klopfen. Denn einen Vereinskollegen aufgeben, nein, das kommt für den Fitnesstrainer nicht in Frage.